Hallo und herzlich willkommen, meine geflügelten Freunde, zu einer weiteren spannenden Folge How to Play. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Pokémon Amoroso aus dem Ayu-Tier. Ja, Amoroso gibt es schon seit der ersten Generation, ist schon damals eigentlich ziemlich cool gewesen und ist heute auch immer noch ziemlich cool. Und heute werde ich euch zeigen, wie ich mein Amoroso spiele. Und ja, damit können wir eigentlich gleich anfangen. So, aber erstmal das normale Vorgeplänkel. Amoroso gehört zum Typ Gestein Wasser und zur Art Spirale. Also pass auf Mädels, Spirale. Und zur Eigruppe Wasser 1 und Wasser 3. Ja gut, weiter geht's mit Amoroso. Die Basiswerte von Amoroso sehen so aus, dass wir 70 HP haben, 60 Angriff, 125 Verteidigung, 115 Spezialangriff, 70 Spezialdefensive und 55 Initiative. Wie man gut sehen kann, sind Angriff und Initiative weniger gut. HP und Spezialdefensive sind in Ordnung, aber Verteidigung und Spezialangriff sind richtig gut. Wie man sieht, kann man es gut defensiv spielen, jedoch ich werde euch ein offensives Amoroso zeigen und ja, damit können wir eigentlich schon richtig gut weitermachen. Ich spiele mein Amoroso mit einem Scheunwesen, das heißt Angriff minus Initiative plus, mit der Fähigkeit Wassertempo, jedoch ihr könnt auch Panzerschutz spielen, es ist vollkommen egal, doch ich spiele lieber Wassertempo, weil man es so auch in Regenteams spielen kann. Ich spiele das Item Fokusgurt, womit wir einen Angriff ganz klar überleben, und wir spielen Spezialangriff 252, Defensive 6, Initiative 252. Das werde ich euch später erklären, warum man den Fokusgurt spielt, nämlich einfach in der nächsten Grafik. So, wir spielen die Attacken Surfer, Eisstrahl, Erdkräfte und Hausbruch. Also Surfer ist Step-Attacker, Eisstrahl trifft sehr viel effektiv, Erdkräfte trifft auch immer sehr viel effektiv und Hausbruch, mit dem können wir uns boosten. Wir spielen den Fokusgurt, um ganz kleinen Hausbruch rauszukriegen, um dann schneller zu sein. Und so können wir eigentlich, ja, alles, ja, nicht alles outspeeden, aber wir können einiges outspeeden, wenn wir es richtig machen. Und können dann einen sehr guten Sweep hinlegen mit unseren drei sehr starken Attacken. Und ja, gut, das war es auch schon wieder mit How to Play für diese Woche. Wenn ihr was gelernt habt, dann schreibt doch einfach einen Kommentar, dass ihr was gelernt habt. Oder ihr lasst einen Daumen nach oben da. Oder ihr folgt mir auf Twitter, um nichts zu verpassen. Oder ihr abonniert mich einfach. Und dann sehen wir uns auch schon in der nächsten Folge wieder. Und damit, ciao.